Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Ich bin bekennender Fan der trivialen Filmunterhaltung, habe aber jedes Mal, wenn mich jemand fragt, wie kannst du sowas nur schauen, einfach den perfekten Leitspruch dafür auf der Lippe. Es ist nicht schwer, Spaß an guten Filmen zu haben. Das kann quasi jeder. Die hohe Kunst als Zuschauer liegt darin, sich auch von schlechten Filmen unterhalten lassen zu können. Wobei ich natürlich dabei dazu sagen muss, dass es mir, genauso wie beim Essen, wichtig ist, mich auch cinematografisch ausgewogen und abwechslungsreich zu ernähren. Und dabei hat mich in den letzten 7 Jahren eigentlich kein zweites Label dermaßen perfekt unterstützt wie Wicked Vision, die uns eine ausgewogene filmische Speisekarte präsentieren. Kein anderes Label schafft es innerhalb von einem Jahr von einem bahnbrechenden cinematografischen Meisterwerk hin zu was auch immer das hier war. Aber trotzdem ist meine Wand von Wicked Vision Veröffentlichungen in den letzten 7 Jahren zwar um wahnsinnig viele, aus verschiedensten Gründen wahnsinnig interessante Titel angewachsen, aber eines gab es dabei tatsächlich noch nicht. Ein pädagogisch wertvolles, filmhistorisch relevantes Biopic nach einer wahren Begebenheit und einem wahren Schicksal. Und das hat man im Jahr 2022 aber ebenfalls nachgeholt mit dem Film Licht im Dunkeln. Der Film basiert auf der wirklich tragischen Geschichte der Helen Keller, die im Jahr 1880 geboren wurde und im Alter von nur 19 Monaten entweder an Meningitis oder Scharlach erkrankt ist und daraufhin blind und taub geworden ist. Nachdem sie quasi ihre Umgebung nur mehr durch die verbleibenden 3 Sinne wahrnehmen konnte, entwickelte sie sich laut ihrer eigenen Erzählung zu einer wilden Kreatur und litt an Wutausbrüchen, was klar ist. Weil wenn man nichts sehen und nichts hören kann, dann nimmt man ja mehr oder weniger jede Berührung, jede Erfahrung einfach einmal grundsätzlich nur als Bedrohung wahr. Ich kann mir unmöglich vorstellen, wie sich das anfühlt. Auch die Eltern von Helen Keller konnten logischerweise, vor allem damals, Ende des 19. Jahrhunderts, nicht wirklich mit dieser schwierigen Situation umgehen und haben daher einen Freund um Rat gefragt. Der Freund war Alexander Graham Bell, Erfinder des Telefons, und der hat sie an das Perkins-Institut in Boston weitergeleitet, wo vor allem blinden Menschen auch schon damals geholfen wurde, und dort bekam man die Lehrerin Anne Sullivan vermittelt. Aber auch sie hat ein unglaubliches Schicksal durchlebt. Ihre Mutter ist, wie sie 8 Jahre war, verstorben. Der gewalttätige Vater hat die Familie daraufhin verlassen. Ihr Bruder starb in einem Armenhaus an Tuberkulose und sie hat durch eine Augenkrankheit und zahlreiche Operationen ihr Augenlicht auch fast komplett verloren und arbeitete eben deswegen in der Perkins-Schule, um anderen blinden oder fast blinden Menschen helfen zu können. Sie kam dann mit Helen Keller in Kontakt und hat eben versucht, auf ihre eigenen unkonventionellen Möglichkeiten ihr ein bisschen zu helfen und vor allem eben ihr eine Sprache zu vermitteln, die sie alleine mit Kontakten, Handgriffen und so weiter darstellen hat können. Das ist eine unglaublich spannende Geschichte, vor allem eben für einen studierten Pädagogen zu sehen, wie damals auf, muss man auch wirklich sagen, teilweise etwas bedenkliche Art und Weise reagiert, agiert und gearbeitet wurde. Interessanterweise ist der erste, der Anne Sullivan als sogenannten Miracle Worker bezeichnet hat, ein gewisser Mark Twain gewesen. Die Familie Keller muss damals ganz wilde Kontakte gehabt haben. Von Mark Twain kenne ich ja bis jetzt nur den Spruch: Es gibt nichts Leichteres, als mit dem Rauchen aufzuhören. Ich hab's schon 284 Mal geschafft. Aber die Geschichte der Helen Keller und der Anne Sullivan ist eine wirklich eine Inspiration, eine absolut großartige Geschichte voller Emotionen, die es dann natürlich eben auch durch zahlreiche Medien geschafft hat. Bereits im Jahr 1903, also im Alter von 23 Jahren, hat Helen Keller ihre Autobiografie unter dem Titel The Story of My Life veröffentlicht. Diese Geschichte wurde dann tatsächlich im Jahr 1957 im Rahmen einer amerikanischen Fernsehserie namens Playhouse 90 auf den Fernsehbildschirm gebracht. Playhouse 90 war
damals eigentlich ein relativ interessantes Konzept, das mehr für die Bühne geschriebene Drehbücher im Rahmen einer Fernsehsendung im amerikanischen Fernsehen ausgestrahlt hat, wo allerdings die Leute, die an diesen Episoden gearbeitet haben, meistens so professionell waren, dass es sich meistens dann schon um Live-Übertragungen und nur teilweise um aufgezeichnete Darbietungen gehandelt hat. Und da kam es dann eben im Jahr 1957 unter der Regie von Arthur Penn zur ersten Aufführung von The Miracle Worker. Diese Geschichte, die adaptiert wurde von William Gibson, war allerdings dermaßen einflussreich, dass man die dann 2 Jahre später zu einer Broadway-Produktion umfunktioniert hat. Zwar waren die beiden Hauptdarstellerinnen, die in der Fernsehfassung gespielt haben, nämlich Patty McCormack bzw. Theresa Wright, nicht auf der Broadway-Bühne zu sehen. Dafür wurden die Rollen allerdings von 2 anderen Schauspielerinnen namens Anne Bancroft und Patty Duke übernommen. Also jetzt halt mit der Ausnahme, dass die beiden nicht wirklich so heißen und beide gemeinsam haben, dass sie hier mit einem Stage-Name gearbeitet haben. Anne Bancroft heißt eigentlich Anna Maria Louise Italiano und Patty Duke heißt eigentlich Anna Marie Duke. Aber die beiden haben dann ab dem Oktober 1959 innerhalb von 21 Monaten diese Produktion 719 Mal aufgeführt am Broadway und bekamen dafür 1960 den Tony Award für das beste Play. Anne Bancroft hat dann außerdem noch für die beste Hauptrolle in den Tony Award ebenfalls bekommen und dann ging es quasi darum, eine Filmversion aus dem Ganzen zu machen. United Artists haben ursprünglich $2 Millionen bereitgestellt, um die Geschichte von William Gibson und Arthur Penn in einen Spielfilm zu verwandeln, unter der Bedingung, dass sie entweder Elizabeth Taylor oder Audrey Hepburn in der Hauptrolle besetzen als Anne Sullivan. Nachdem allerdings die beiden darauf bestanden haben, dass Anne Bancroft die Rolle weiterhin spielen sollte, hat United Artists das Budget einfach um 1,5 Millionen Dollar auf nur mehr $500.000 gekürzt. Anne Bancroft war übrigens, während sie die Rolle gespielt hat, 30 Jahre alt, obwohl die tatsächliche Anne Sullivan nur 20 war und auch Patty Duke war, auch Helen Keller war zur damaligen Zeit ungefähr 10 Jahre jünger, als sie dann von Patty Duke in der Geschichte dargestellt wurde. Außerdem ist interessant, dass Patty Duke die Rolle in der Filmadaption eben aus genau diesem Grund fast nicht bekommen hat, weil das Studio eben der Meinung war, dass ein Teenager nicht unbedingt perfekt auf ein 7-jähriges Kind passt, aber nachdem sie dann Anne Bancroft verwenden wollten, haben sie sich gedacht, gut, dann nehmen wir natürlich ihre erfahrene Leinwandpartnerin auch und gut war es. Die schauspielerischen Leistungen von Anne Bancroft und Patty Duke in The Miracle Worker sind phänomenal. Man muss ja sagen, dass man dem Regisseur Arthur Penn damals schon nachgesagt hat, dass er seine Schauspieler quasi in den Acting-Exzess geführt hat, dass er einfach einen extrem übertriebenen Regiestil hat und quasi das Schauspiel fast schon auf überzeichnete Art karikiert wird, was ich persönlich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Ja, man merkt ein kleines bisschen Overacting, man merkt auch in den 60er Jahren vielleicht bei Arthur Penn noch am Anfang seiner Filmregiekarriere ein bisschen eine Unerfahrenheit mit dem Medium, was er sich dann ja später auch noch selber eingestanden hat und gemeint hat, er hätte wahrscheinlich die visuelle Komponente des Mediums Film etwas besser nützen können, teilweise ein bisschen subtiler agieren, beziehungsweise manche Sachen auch wirklich mit der Bildsprache erklären und nicht alles in Worten, so wie es beim Theater üblicher ist, so wie nämlich, dass The Miracle Worker generell ein Kammerspiel war im Theater, kommt der Film natürlich dann auch mit einer sehr geringen Anzahl an Sets aus. Aber trotzdem, das Ganze teilweise natürlich ein bisschen übertriebener Natur ist, was aber, finde ich, die Machart von Filmen in den 60er Jahren noch generell etwas war, finde ich, dass das Schauspiel von Anne Bancroft und ganz besonders Patty Duke absolut fantastisch ist und dass sich beide Hauptdarstellerinnen ihren Oscar für ihre Performances in diesem Film mehr als nur verdient haben. Licht im Dunkel war ja damals
für mehrere Oscars nominiert, unter anderem eben Arthur Penn als bester Regisseur, William Gibson als bester Drehbuchautor, beziehungsweise Ruth Morley als beste Kostümdesignerin, aber am Ende des Tages haben eben nur die beiden Hauptdarstellerinnen die begehrte Statue dann wirklich mit nach Hause nehmen können. Also, Patty Duke hat sie mit nach Hause nehmen können, war damals übrigens sogar die jüngste Schauspielerin, die jemals einen Oscar bekommen hat. Lediglich Tatum O'Neill hat dann im Jahr 1974 für ihre Rolle in Paper Moon diesen Rekord wiederum gebrochen, nachdem sie damals nur 10 Jahre alt war. Dass ich jetzt an der Stelle übrigens nicht dazu zähle, ist Shirley Temple, die damals einen Ehren-Oscar im Alter von 6 Jahren im Jahr 1935 bekommen hat. Sie hat ihren Oscar aber tatsächlich nach Hause genommen. Anne Bancroft konnte das tatsächlich nicht, weil sie am selben Abend, als die Oscarverleihung stattgefunden hat, gerade in einer Darbietung von Mother Courage and Her Children in New York auf der Bühne stand. Und deswegen, da hat sie dann übrigens Gene Wilder getroffen und wurde deswegen ein Freund und hat öfter mit ihm beziehungsweise und mit ihrem Mann Mel Brooks zusammengearbeitet. Außerdem hat sie stattdessen auf die Bühne John Crawford geschickt, die allerdings bei Was geschah mit Baby Jane selbst nominiert war für den Oscar, was vielleicht ein bisschen böse Stimmungen gemacht hat. Außerdem haben Anne Bancroft und Patty Duke damals neben John Crawford auch noch Angela Lansbury in Botschafter der Angst, dem Original The Manchurian-Kandidat, den Oscar gestohlen. Aber ganz ehrlich, wenn man sieht, was die beiden in dem Film abfeuern, dann sind ihre Preise in diesem Fall auch absolut gerechtfertigt. Patty Duke hat die Rolle dann übrigens 1979 in einer Fernsehserie noch einmal gespielt, wobei die Rolle der Annie Sullivan in dem Fall von Melissa Gilbert gespielt wird. Was ebenfalls interessant ist, ist Ingrid Bergman behauptet in ihrer Autobiografie, dass ihr die Rolle der Annie Sullivan auch noch einmal angeboten wurde und jemand anderer, der sich für diesen Stoff interessiert hat, war kein geringerer als François Truffaut, der dann allerdings, nachdem er die Rechte an dem Stoff nicht bekommen hat, stattdessen 1970 seinen Film Der Wolfsjunge mit einer, sage ich einmal, artverwandten Tätigkeit gemacht hat. Und nur, dass ich das nicht unerwähnt lasse, Helen Kellers Geschichte wurde auch in einem anderen Land verfilmt, nämlich in Indien, als Bollywood-Film unter dem Titel Black. Und während für mich der Gedanke an einen Bollywood-Film grundsätzlich schon relativ ekelhaft ist, der Gedanke an einen Bollywood-Film mit einem taubblinden Hauptcharakter ist vor allem skurril und für mich als Zuschauer aus irgendeinem Grund auch etwas angenehmer als Bollywood-Kino normal. Anyways, The Miracle Worker, Licht im Dunkel, ist ein absolutes Meisterwerk von einem Film oder ein großartiger Titel, wo ich mich sehr freue, dass nachdem der Film mittlerweile hierzulande vor allem relativ stiefmütterlich behandelt wurde und von MGM lediglich bislang auf DVD veröffentlicht wurde, jetzt am 29. Juli 2022 eben über Wicked Vision endlich auch die High Definition-Premiere gefeiert werden kann. Dabei gibt es etwas an exklusivem Bonusmaterial und es freut mich persönlich ganz besonders, nicht eines, nicht zwei, sondern drei exklusiv für diesen Release gezeichnete Cover-Artworks von Timo Würz. Und Wicked Vision hat mir für dieses Video gleich alle drei Mediabooks zur Verfügung gestellt und deswegen freue ich mich drauf, mit euch in der heutigen Ausgabe von Playzockers Blu-Ray-Check alle drei Mediabooks von The Miracle Worker näher unter die Lupe zu nehmen. Timo Würz ist ein großartiger Künstler. Und ja, ich weiß, in other news, Wasser ist nass, der Himmel ist blau. Nein, aber was ich in diesem Fall ganz besonders damit aussagen möchte, ist, dass Timo Würz, der natürlich in erster Linie für seine etwas reißerischen Darstellungen auf den Cover-Artworks von etwas reißerischen Filmen bekannt ist, es hier auch absolut perfekt geschafft hat, sich etwas zurückzunehmen. Es gibt zwar das etwas reißerischere Cover A, das hierbei auf einem Originalplakatmotiv aus Amerika basiert, das unter anderem dann auch noch in Spanien bzw. sogar in Japan als gezeichnete Alternative verwendet wird. Er hat es aber dann trotzdem geschafft, vor allem auf dem Cover B, das Ganze etwas subtiler und vor allem mit einer reduzierten Farbpalette anzugehen und dann
Spoiler-Alarm, meinen persönlichen Favoriten mit dem Cover C abgeliefert, das nämlich zwar etwas mehr Designelemente bietet dabei, aber finde ich eben ganz speziell diesen schönen Kontrast zwischen Patty Dukes Charakter in Farbe und dann eben dieser etwas mehr homogeneren Farbgebung bei den anderen Charakteren absolut perfekt dargestellt. Aber schauen wir uns die Cover-Artworks jetzt einmal im direkten Vergleich an. Tatsächlich mein zweiter und sehr Verwandter von Favorit ist das etwas reißerischere Cover A, das hier eine Schlüsselszene aus dem Film darstellt, wo eben Helen Keller in Annie Sullivans Hand beißt. Das ist hier, finde ich, sehr schön und sehr dynamisch dargestellt. Man merkt übrigens, wenn man das Ganze eben hier beispielsweise mit dem spanischen Poster vergleicht, dass der Kopf von Anne Bancroft etwas mehr vertikal ist, bei dem spanischen Poster ist er etwas mehr zur Seite geneigt, beziehungsweise natürlich, dass die Position der Finger eine leicht andere ist. Dazu finde ich es aber eben auch schön, dass dieses verlorene Bild von Helen Keller, die eben nicht weiß, wo und wohin sie gerade geht, dann auch noch seinen Weg auf dieses Cover gefunden hat. Das aber eben hier wirklich, wie von Timo Würz nicht anders gewohnt, jeder einzelne Pinselstrich absolute Perfektion ausstrahlt und dieses Cover dann eben auch von seiner Aufteilung hier auf diesem Frontcover-Artwork absolut großartig aussieht und mich persönlich begeistert. Genauso finde ich das hier in der Mitte liegende Cover B absolut großartig, dass sich witzigerweise ebenfalls die verlorene Helen Keller unten dann noch einmal zum Thema macht, das dann allerdings ein Porträt von Helen Keller noch zeigt, das ein bisschen so aussieht wie ihr Motiv auf dem daneben liegenden Cover C und dass dann eben auch noch ein Bancrofts Charakter hier relativ groß eigentlich über dem restlichen Geschehen thronen lässt. Dabei aber finde ich mit dieser dunkelblauen bläulichen und sonst einfach nur knallig roten Farbgebung einen sehr schönen Kontrast bietet und dabei finde ich die Motive des Films auch recht gut unterstützt, auch wenn mir persönlich auf der Zeichnung vielleicht ein bisschen zu wenig los ist per se. Davon bekommen wir dann natürlich wieder deutlich mehr auf der rechten Seite bei dem Cover C. Da bekommen wir nämlich vor allem eben auch Helen Kellers Eltern noch einmal porträtiert auf diesem Frontcover-Artwork. Vor allem ihr Vater auf der linken Seite, übrigens gespielt von Victor Jory, der genauso aussieht, wie als hätte er in den 50er Jahren einmal in einer Verfilmung von Moby Dick den Captain Ahab gespielt. Was er übrigens auch hat. Er hat auch ihn von Winde verweht, den Jonas Wilkinson gespielt. Aber egal, mit einigen anderen Designelementen. Wobei, was mir hier auf diesem Frontcover-Artwork auch ganz besonders gut gefällt, ist die Schriftart, wie der Titelschriftzug hier dargestellt wird. Das ist ähnlich eben wie der Original-Titelschriftzug, wobei ich sagen muss, dass diese etwas ausgefranstere Schrift dann teilweise dazu beiträgt, ein bisschen krakeliger und unkoordinierter zu wirken. Was, finde ich, einfach zu den Schriften in dem Film auch sehr gut passen könnte. Schauen wir dann einmal über den Spine. Da bekommen wir natürlich auf jedem der drei Mediabooks denselben Titelschriftzug geboten, wie auch auf dem Frontcover und können dann auf das Backcover wechseln. Dabei bekommen wir bei allen drei Mediabooks das exakt gleiche Backcover, weswegen wir uns das Ganze jetzt dann einfach nur mal exemplarisch beim Cover C anschauen können. Da sehen wir neben einer Miniaturansicht von Helen Keller bzw. einem Filmstreifen mit anderen Ausschnitten aus dem Film natürlich wie von den Mediabooks von Wicked Vision nicht anders gewohnt. Einerseits die Cast and Crew Angaben, dann die technischen Details bzw. ganz besonders wichtig die Informationen rund ums Bonusmaterial. Und nachdem es eben damals zu DVD-Zeiten bei diesem Film kein Bonusmaterial gab, blieb Wicked Vision nichts anderes übrig, als, wie sie es ja sowieso gerne machen, eigenes exklusives Bonusmaterial zu präsentieren. Und dabei ist eines der interessantesten Features herausgekommen, das ich seit langem gehört habe, nämlich die Audiokommentar-Veteranen Dr. Gerd Naumann und Christopher Klese werden in diesem Fall von Medienpädagogen Marco Gessner unterstützt, der meiner Meinung nach eben eine ganz besonders interessante Sichtweise auf den Film und dessen Inszenierung liefert, nämlich dabei eben, wie gesagt, für mich als mehr oder weniger Kollegen, eine besonders interessante pädagogische
Gesicht auf eben das Wirken der Eltern, das Wirken der Annie Sullivan, die Weiterentwicklung und Lernfortschritte von Helen Keller. Die Aspekte, die mich tatsächlich beim Anschauen des Films ganz besonders interessiert haben, wären hier dann natürlich auch angesprochen und thematisiert. Das ist ein großartiger, abwechslungsreicher Audiokommentar, der eben neben den cinematografischen Aspekten des, ich sage mal, typischen Audiokommentars und die typischen filmhistorischen Angelegenheiten eben auch die Charaktere und die pädagogische Thematik sehr schön aufgreift. Jetzt können wir mal ins Innere von dem Mediabook schauen. Da habe ich bei dem Cover C einerseits auch noch den klassischen Cover-Aufleger. Da können wir ebenfalls kurz mal drüber schauen. Es handelt sich ja mittlerweile um die 59. Limited Collector's Edition von Wicked Vision, die innerhalb von 7 Jahren veröffentlicht wurde. Ein Wahnsinn. Dazu gibt es dann noch ein paar Details zu diesem Release, natürlich inklusive dem großen FSK-Logo. Dazu wurde der Titelschriftzug ein bisschen verschoben und verkleinert, aber wir können auf der Rückseite von diesem Flyer dann zum Beispiel auch noch sehen, dass Ein Mann jagt sich selbst einer der nächsten Titel von Wicked Vision sein wird. Blättern wir jetzt dann einmal durch das Mediabook und da hat die Designabteilung von Wicked Vision auch wieder absolut großartige Arbeit geleistet, wie ich finde. Einerseits ist nämlich dieses Motiv, das können wir jetzt gleich einmal vergleichen, das Timo Würz mehr oder weniger zu seinem Cover A verwandelt hat, hier als Frontcover Artwork vom Booklet zu sehen. Sehr schön, erkennt man dabei eben auch die unterschiedlichen Gesichtspositionen hier, eben in der Vorlage vom spanischen Plakatmotiv, das ich vorher eben schon erwähnt habe. Dabei finde ich es aber relativ cool, dass Wicked Vision auf diesem Booklet Frontcover ein bisschen mit so ausgeblichenen, ausgewaschenen Farben und einem schwächeren Kontrast arbeitet, wie das beispielsweise auf den Scans vom spanischen Poster, die ich gefunden habe, zu sehen ist. Einfach nur um diese ausgewaschene Natur und diese leicht vergilbten Farben hier darzustellen. Das ist, finde ich, absolut perfekt gelungen. Dazu gibt es dann auf den beiden Discs hier jeweils einen Ausschnitt aus dem Cover C. Natürlich auf der Blu-ray ist es dabei ein Teil vom Gesicht von Helen Keller und auf der DVD ist es das gesamte Gesicht von Helen Keller. Dazu hat man sich bei diesem in Schwarz-Weiß gehaltenen Film dazu entschieden, mit Ausnahme der Disc-Designs und dem Booklet-Frontcover auch die restlichen Design-Elemente des Innenartworks in Schwarz-Weiß zu belassen. Das passt natürlich zu diesem Film ganz besonders gut. Dabei haben wir Helen Keller auf dem Backcover hier ganz offensichtlich in der Designvorlage für das eben hier vorliegende Cover C, das Element, das Timo Würz dann hier verarbeitet hat. Aber was ich ebenfalls spannend finde, ist dieses durchgehende Innendesign mit einem Motiv von Anne Bancroft und Patty Duke, das nämlich dasselbe Motiv ist, das damals als altes deutsches DVD-Cover-Artwork von MGM verwendet wurde. Jetzt sollten wir mal durch das 24-seitige Booklet-Blatt und ganz ehrlich, bevor ich irgendwas anderes anspreche, die Tatsache, dass man die Seitenzahlen in Blindenschrift nummeriert hat, finde ich absolut genial. Das Booklet wurde in dem Fall geschrieben von Bernward Knappig. Der hat sich absolut großartig mit dem Film auseinandergesetzt, hat dabei, danke Bernhard übrigens, auch eben die früheren Teile von Helen Kellers Leben sehr schön recherchiert und beleuchtet, hat damit natürlich auch mir sehr unter die Arme gegriffen bei der Aufbereitung von diesem Review, hat dann allerdings natürlich neben den persönlichen Hintergründen auch sehr genau auf die Leute geschaut, die an der Produktion von diesem Film beteiligt sind, hat dabei eben auch aus dem persönlichen Leben von Helen Keller und Annie Sullivan einige extrem interessante und teilweise eben natürlich auch extrem tragische Details ans Tageslicht gebracht, hat auch mit Originalzitaten zum Beispiel von Arthur Penn gearbeitet, eben die Rezeption, wie der Film damals bei den Kritikern tatsächlich überraschend schlecht ankam bei seiner ursprünglichen Veröffentlichung. Dankenswerterweise gab es trotzdem die Schauspiel-Oscars, aber meiner Meinung nach ist das ein absolut großartig geschriebenes, flüssig lesbares Booklet mit einer unglaublichen Vielzahl an Informationen, das mich wirklich sehr gut eben nicht nur unterhalten, sondern auch informiert hat. Großartig gemacht, großartig gestaltet und vor allem auch die typische Haptik von diesen hochwertigen Wicked Vision Mediabooks macht das zu einem optisch absolut großartigen Release. Und natürlich ist es gut und schön, dass die Verpackung
gut und schön ist. Aber das, was den wahren Filmfan in uns interessiert, ist natürlich, wie sich der Film selbst auf dem High-Definition-Medium der Blu-ray macht. Insbesondere, wenn es sich bei The Miracle Worker um einen Film aus dem Jahr 1962 handelt, der somit also quasi zum Erscheinen der deutschen Blu-ray bereits runde 60 Jahre auf dem Buckel hat. Wie üblich möchte ich im nächsten Segment von Playzogers Blu-Ray-Check mit euch deswegen über die Blu-Ray-Bildqualität sprechen, habe dazu auch einige Screenshots aus dem deutschen HD-Transfer von Wicked Vision direkt mitgebracht, möchte allerdings wie üblich darauf hinweisen, dass auch wenn ich die Bilder direkt selber gemacht und nicht irgendwie bearbeitet oder verfremdet habe, dass ich die Bilder aber natürlich trotzdem abspeichern, ins Video einfügen, dieses dann rendern und auf YouTube hochladen musste, weswegen die Bildqualität der Screenshots in der jetzt folgenden Slideshow nicht mehr 1:1 mit der tatsächlich in Blu-ray-Bildqualität übereinstimmen kann. Aber trotzdem denke ich mir, sind diese Screenshots wie immer Indikatoren genug, um zu sehen, wow, dieses Bild sieht wirklich verdammt gut aus. Wicked Vision serviert den Film Licht im Dunkel hier als deutsche HD-Premiere, aber nicht als weltweite HD-Premiere. Olive Films hat diese bereits im Jahr 2017 geleistet, als sie den Film in Amerika veröffentlicht haben. 2 Jahre später kam dann ein Repack in einem Boxset von Shout Factory und im Jahr 2020 kam dann in England Eureka Entertainment daher und hat die britische Blu-ray-Premiere abgeliefert. Dabei, wenn ich die Meinungen meiner amerikanischen Review-Kollegen auf Blu-ray.com richtig interpretiere, dürften beide Discs auf demselben Master basieren und lediglich unterschiedliche Encodings bieten und dass dieses Master absolut hervorragend ist. Aber gut, wem sag ich das? Ihr seht es ja jetzt gerade direkt vor euch und auch für mich ist die visuelle Präsentation von Licht im Dunkel hier auf der deutschen Blu-ray von Wicked absolut fantastisch. Ich bin nach wie vor einfach begeistert davon, dass Schwarz-Weiß-Filme einfach per se wesentlich mehr Schärfe in sich haben können, als es damals eben das Farbfilmmaterial hat, weswegen ja bei 35mm Filmproduktionen immer öfter die Monitorbildschirme selbst bei Farbfilmen noch auf Schwarz-Weiß liefen, weil man eben da die Schärfeebenen besser gesehen hat. Und so ist Licht im Dunkel ein absolut großartig punktscharfes, detailliertes Bild, das mich tatsächlich begeistert hat, insbesondere weil auch die unter Anführungszeichen Farbwiedergabe, also die verschiedenen Grauabstufungen, die uns dieser Schwarz-Weiß-Transfer liefern kann, einfach großartig sind. Der Kontrast balanciert dabei mit förmlicher Leichtigkeit diese verschiedenen Graustufen, ohne dass die helleren Bereiche überstrahlen, die dunkleren Bereiche absaufen und hat dabei einfach eine Art Plastizität an sich, die einfach nur wirklich großartig erhaltenes und auch restauriertes Schwarz-Weiß-Material liefern kann. Dazu muss man natürlich auch sagen, dass diejenigen, die sich um diese Restauration gekümmert haben, auch natürlich ihr Übriges damit getan haben, dass sie nicht auf irgendein auffälliges oder gar störendes Digital Noise Reduction zurückgegriffen haben und dieses Bildrauschen und das Original Film Grain hier irgendwie rausgefiltert haben. Das ist natürlich ebenfalls eine ganz wichtige Sache. Man merkt selbst auf den Screenshots teilweise ganz minimale analoge Defekte bis hin zu kleineren Laufstreifen, weswegen ich da auch dem Kollegen von Blu-ray.com zustimmen würde und denke, dass das Bildmaterial wahrscheinlich nicht vom Originalkamera-Negativ, sondern wahrscheinlich von einem Interpositiv für das Kinomaster dann gezogen wurde, aber dass sich dieses dann trotzdem immer noch in absolut großartigem Zustand befand. Man sieht ja eben hier diese Dynamik und diese Leuchtkraft von diesen verschiedenen Graustufen in dem Bild. Das ist ein schlicht und ergreifend großartiges Bild, das dann Wicked Vision übrigens für die deutsche Blu-ray-Präsentation auch noch hervorragend encodiert hat. Die 106 Filmminuten sind mit satten 30 GB auf der Disc abgespeichert. Man hat sich hier nicht bemüht, das Ganze zu komprimieren, um es auf eine billigere BD25 zu pressen. Danke dafür. Und damit hatte das Encoding einfach wirklich genau die Möglichkeiten, das Bild möglichst verlustfrei und vor allem möglichst mit möglichst wenig Block- oder Artefaktbildung oder gar Banding auf diese Disc zu bannen. Das ist ein hervorragendes Master, hervorragend hier aufbereitet für die Blu-ray-Umsetzung.
Licht im Dunkel ist definitiv ein Film, der sich die Bezeichnung Meisterwerk verdient. Genauso übrigens wie das deutsche Mediabook von Wicked Vision. Der Film ist absolut großartig, spannend, atmosphärisch, emotional inszeniert und hat seinen beiden Hauptdarstellerinnen absolut zu Recht die Oscars eingebracht. Damals war die große Kritik, dass das Schauspiel zu überzeichnet ist, was zwar stimmt, aber meiner Meinung nach eben auch diesen Theateraspekt des Films sehr schön verdeutlicht und damit die Intensität in einigen Szenen für mich eigentlich gesteigert hat. Dazu gibt's vor allem zu den pädagogischen Geschichten in dem Film einen absolut interessanten, spannenden und hörenswerten Audiokommentar, der von Wicked Vision exklusiv für diesen Release produziert wurde. Drei grandiose Cover-Artworks von Timo Würz und natürlich ein haptisch perfektes, kratzfestes, hochwertig verarbeitetes Mediabook von Wicked Vision. Das ist eine fantastische Filmveröffentlichung, die in diesem Jahr meiner Meinung nach wieder mal in keiner Sammlung fehlen darf. Aber bevor ich euch jetzt aus dem Video entlasse, möchte ich noch ein paar Informationen zu den Machern des Films geben, die sich irgendwie einfach am Anfang von dem Video nicht ausgegangen sind. Denn wir haben ja bereits darüber geredet, dass Regisseur Arthur Penn für The Miracle Worker zwar für den Oscar als bester Regisseur nominiert war, ich hatte allerdings noch nicht erwähnt, dass er den zwar nicht bekommen hat, das schon, aber dass er dann in den 60er Jahren noch zwei weitere Male nominiert war, nämlich 1967 für Bonnie und Clyde und 1969 dann für Alices Restaurant. Dass er außerdem im Jahr 1970 dann den Film Little Big Man mit Dustin Hoffman in der Hauptrolle gedreht hat, dass er witzigerweise im Jahr 1965 mit Warren Beatty bereits in der Hauptrolle Mickey One gedreht hat. Ein Film, der dann übrigens auch wieder von Aram Avakin geschnitten wurde, der ihn bereits eben bei Licht ins Dunkel beim Editing unterstützt hat. Dass dann natürlich Warren Beatty gemeinsam mit Faye Dunaway auch das großartige Gespann war, das Arthur Penn dann für Bonnie und Clyde wieder vor die Kamera holte. Dass wir eine Musik in dem Film kriegen, die großartig komponiert wurde von Lawrence Rosenthal, der für sich genommen nämlich ebenfalls zweimal für den Oscar als bester Musiker nominiert wurde, unter anderem für den kompletten Score bei dem Film Beckett im Jahr 1964 bzw. 1972, dann für den Film Man of La Mancha. Dass er übrigens der Komponist der Titelmusik der Serie Fantasy Island war, die zwischen 1978 und 1984 gelaufen ist und dabei es auf über 150 Folgen gebracht hat und dass er bei über 130 Produktionen dann noch dazu auch den Soundtrack komplett komponiert hat, darunter mehr oder weniger die kompletten Adventures of Young Indiana Jones Filme und Fernsehserien, beziehungsweise dass er auch noch die Musik von dem Film Kampf der Titanen im Jahr 1981 gemacht hat und noch einige weitere Sachen im Laufe seiner langen Karriere. Dazu haben wir bei den Schauspielern eben noch unter anderem William Gibson mit dabei, bei den Schauspielern eben Anne Bancroft mit dabei, die nämlich eben nicht nur die Annie Sullivan in Licht im Dunkel gespielt, sondern außerdem noch einmal absolut großartig war als You're trying to seduce me, Mrs. Robinson, in Die Reifeprüfung ebenfalls wieder dann mit Dustin Hoffman, den wir heute schon einmal hatten. Patty Duke war nach ihrem Oscar-Gewinn im Jahr 1962 übrigens ganz plötzlich ganz groß und bekam bereits ein Jahr später eine eigene Fernsehserie unter dem Titel The Patty Duke Show, die es auf über 100 Folgen gebracht hat, wo sie dann eben nicht nur als Schauspielerin, sondern auch als Sängerin gerne in Erscheinung getreten ist. Wir sehen eben Victor Jory, über den wir schon gesprochen haben, mit Vom Winde verweht und Captain Ahab, beziehungsweise Andrew Pine, der witzigerweise neben diesem Film bereits einmal in der Filmbibliothek von Wicked Vision vertreten war, denn er hat den Harry Fontana in dem Film Destroyers, aka Eliminators, gespielt, der hier irgendwo herumsteht und sich gerade meinem scharfen Blick entzogen hat. Da ist er! Außerdem hat er in dem 1993 produzierten Film Gettysburg mitgespielt, beziehungsweise in einem seiner letzten Schauspielauftritte 2012 in Rob Zombies The Lords of Salem den Reverend Jonathan Hawthorne gespielt. Ein großartiger Cast, großartige talentierte Leute hinter der Kamera bei dem Film und vor allem eine fantastische Veröffentlichung von Wicked Vision. The Miracle Worker, aka Licht im Dunkel, ist einer der
guten Filme, die sogar ich als normalerweise Fan eher der trivialen Filme uneingeschränkt empfehlen möchte, weil das ist ein spannend erzählter, auf gar keinen Fall herabschätziger dem Publikum gegenüber patronizing Arthouse-Topfen, sondern ein wirklich bodenständig inszenierter, großartiger Film, den man unbedingt sehen und in seinem Regal haben sollte.